Moin Leute, hier zurück bei Destiny 2 mit der Kampagnenmission. Nächste Mission, welche da kommt, wird sich zeigen, wissen wir selber nicht, deswegen mal schauen. Ihr hört Kuba nicht, ihr hört nur mich übrigens und ja, viel Spaß beim Zugucken und rüstet euch richtig aus. Vielleicht könnt ihr auch vorher noch ein bisschen Power leveln, ihr könnt auch andere Sachen vorher noch erledigen, wenn ihr Power Level ein bisschen höher kommt. Und sonst habe ich das hier eingesetzt, hier natürlich leere Läufer beim Warlock hier. Diese Sachen sind eingebaut, ich kann es mal eben kurz einmal lang zeigen hier. So spiele ich eigentlich ganz angenehm, sagen wir es mal so, also das passt schon. Und ja, so kann man halt das ganz gut hinkriegen. Man kann das noch ein bisschen verfeinern, aber dann hier mit kontroverser Halt läuft es eigentlich ganz rund, sagen wir es mal so. So, ich rede jetzt hier mit Kuba, nicht wundern. Kuba, soll ich starten oder was? Enigma. Also jetzt brauchst du eh noch nichts formen, glaube ich, das bringt nichts. Also. Achso, du musst das umformen. Okay. Aber hier ist halt auch die Maschinenpistole, ne? Die kann man jetzt noch nicht holen hier. Aus Deo Striga hier und die anderen Sachen auch. Hier sind natürlich noch andere Sachen hier. Hier sind die Glyphen. Exoglyphen. Also kann ich damit ausgleichen hier die Sachen? Oder kann ich. Formen? Wie toll ist denn Formen? Kann ich doch gar nicht. Okay, so. So, okay, dann starte ich, ne? So. Ich hatte Zweifel, als ich dich losschickte. Aber Eris sagt, die Pyramide habe auf deine Anwesenheit reagiert. Ein Zeichen, dass wir auf dem richtigen Weg sind, denke ich. Nach deinem Besuch in der Pyramide solltest du die Erinnerung in Sagiras Hülle nun vollständig freilegen können. Dass dies nicht gelingt, bedeutet wohl, dass uns etwas fehlt. Die Verborgenen haben die Schäden in der gesamten Wüste analysiert. In den umliegenden Gebieten gibt es starke Konzentrationen psychischer Energie. Eine ähnliche Konzentration fanden sie auch in der Thronwelt. Ich denke, genau die brauchen wir, um Savatuns Erinnerung vollends zu manifestieren. Bring Sagiras Hülle dorthin. Mal sehen, ob ich recht habe. Hoffentlich finden wir endlich ein paar Antworten. So, weiter geht's. Die Hexenkönigin. Und jetzt neuer Schritt. Der Spiegel. Viel okay. Wo sind da denn? Will ich noch irgendwas machen? Wie kann die Vorhut behilflich sein? Alles Gute. Ich muss erstmal gucken, wo überhaupt der Spiegel ist. Ah, hier. 400.420. So. Wieso kann ich nicht starten? Doch, jetzt. Wer ist Netz beigetreten? Hä? Ist das einer von deinen Leuten? Da ist gerade einer beigetreten, ne? Hä? Hä? Wer soll das sein? Ich kann... Ich schmeiß den mal raus. Ich weiß nicht, wer es sein soll. Ich habe keine Ahnung, wer es ist. Keine Ahnung. Von meinen Leuten ist keiner. Ich bin bei mir nämlich nicht drin. Könnte sein, ja. Ich weiß es nicht genau. Wo mache ich das denn? Wo schließe ich den denn? Achso, hier. Einsatztrupp. Fresatsphäre öffentlich. Nur Clan und Freunde, ne? So. Ja, so. Sorry. Na, richtig. Wenn er mal drauf geht, ist mich Mist. Deswegen. Ja, so. Der Spiegel. Mal schauen, was wir hier hinkriegen. Los geht's.
Das sieht schon mal bedrohlich aus, ne? Hüte. Die psychische Energie, die meine Verborgenen entdeckt haben, konzentriert sich in diesem Bereich. Finde die Quelle und du kannst vielleicht mehr von Sagiras Hülle erfahren. Womöglich hat sie vor ihrem Tod entdeckt, wie Savatun das Licht des Reisenden gestohlen hat. Es muss hier einen Hinweis geben. Durchsuch das Gebiet. Ich habe deinem Geist die groben Positionsdaten übermittelt, aber leider habe ich keine genaueren Angaben. Ich orte pyramidenbedingte Interferenzen zwischen uns und den Koordinaten, die Ikora geschickt hat. Es muss einen Weg geben, sie zu umgehen. Oh, so ein paar Leute hier. Der Solarschiff. Egal, Granate rein. Da drüben. Das trägt zu den Störungen bei. Vielleicht können wir es zerstören. Immun kaputt. Okay. Das hat funktioniert. Aber ich empfange eine weitere Störquelle. Wir müssen sie finden. Genau das wollen wir doch kaputt machen. Hier ist auch wieder was kaputt machen. Ach so, ja toll, Kubo, ja, reingelegt hier. Nee, du bist Ikora, wir sind auf Pyramidenstörungen gestoßen. Sehen sagen können, das Geklippe. Die auf Europa war uns doch wohlgesonnen. Was hat sich geändert? Spät. Auf Europa haben sich eure Intentionen vermutlich mit der Pyramide gedeckt. Nö. Ihr habt gegen die Kabale gekämpft. Daher hat sie euch mehr Macht gegeben. Ja, hier ganz cool aus, eure Anwesenheit keinen großen Unterschied. So. Ihr habt nichts anzubieten. Denkt daran, dass die Pyramide sich weder als unser Freund noch als unser Feind blöden betrachtet. Wieder die Nerven, ey. Oh, nicht gut. Da vor uns war so ein Feuer irgendwas. So, okay. Bist du da? Wir müssen jetzt irgendwo hinspringen. Keine Ahnung, wohin. Da hinten lang, okay. Ja, musst du wahrscheinlich hier nur durch. Oh ja, da kommt was Dickes hinten. Oh. Hüter gefallen. Okay. Kommst du wieder nach Zeit? Ja, ne? Na, wollen wir die wiederholen. Selbst. Okay. Diese alten, halb vergessenen Pfade. Die Macht, die du nutzt, macht sie wieder real. Du baust sie durch die Erinnerung wieder auf. Hoffentlich birgt Sagiras Hülle das gleiche Potenzial. Mit der richtigen Konzentration an psychischer Energie sollte sich eine resonante Erinnerung manifestieren, die mit ihrer Hülle verbunden ist. Aber das ist alles reine Theorie, denn es ist noch nie gemacht worden.
Ah! Das meine ich, diese Bogenschützen, ne? Ein Schuss bist du weg. Da guckst du, kannst du nicht auch irgendwas machen. Gar nichts. Nein, verschwindet das Scheißding, ey. Ja. Ja, es geht, wie gesagt, aber. Hätte ich auch so rüberspringen können, eigentlich. So, hiermit. Achso. Als wir erfuhren, dass Savatun sich als Osiris ausgab, wollte ich daran glauben, dass Agira noch lebt. Irgendwo gefangen, wie er. Und dass wir auch sie befreien könnten, wenn wir unsere Karten richtig ausspielen. Aber wenigstens haben wir sie gefunden. Sie kann uns ein letztes Mal helfen. Und dann bringen wir sie nach Hause. Einfach vorbeigeballert. Hier. Eins von zwei, okay. Reicht das noch eine Zeit? Ja. Ist auch so ein Feuerteil. So, aufdecken. Engstelle und schon schmeiße ich wieder rein. Drei Stück. Okay. Eins von drei, null von drei. Wo soll das sein? Da wird es angezeigt, ja. Wo bist du jetzt hingegangen? Hier sind Footsteps. Hier runter. Eins. Da hinten ist auch noch eins. Nee, gut. Genommen, tot. So, das sieht nach auf jeden Fall eine eingeschränkte Zone aus hier. Ikora, ich glaube, wir haben es gefunden. Hier ist etwas. Findet eine Verbindungsstelle. Wir brauchen Antworten. Hier ist ja kein Banner. Ja, oder nicht so falsch. So, heißt wir hier rumspringen. So, ready? Bist ready? Dann guck ich mal eben kurz, ob ich noch was einsetzen kann. Moment. Ah, ich setze mal kurz was ein.
gut, okay. Los oder was? Gut. Ich glaube, hier stehen wir bestimmt falsch, oder? Wer ist das? Oh, Batterie von meinem Controller sind leer. Super! Dann wechseln wir dann. Diese Armbrust-Heinis wieder, die hat wieder rum. Was ist er denn? Da. Das hier? Was leuchtet das hier so? Ach, da kannst du den super wieder aufladen. Bei den leuchtenden Dingern. Hier kannst du den super mal aufladen, bei leuchtenden Dingern. Jetzt hier wäre aus. Oh. Güter gefallen. Oh, es brennt. Die sind über Lichter. Lichter, Lichter, Lichter. Meine schon. Oh nein. Dann setzt sie irgendwo in der Ecke, ganz irgendwann da. Genau. Ah, nichts wieder aus. Alles wird weg. Na gut, Anschluss machen wir. Ja. Ich fand ihn gut, weil er langweilig war. Ja, was soll ich denn jetzt hier verdammt nochmal nehmen? Ach ja. Das bringt auf jeden Fall einen voran. Ich muss hier mal was weglöschen, das nervt mich gerade ein bisschen ab. Oh. Kein Platz, ja. Jo, so.
Ja, machen wir weiter oder was? Mal gucken, was passiert. Diese verzerrten Symbole. Ich kann sie nicht richtig erkennen. Das hier. Wo sollen wir da hin oder was? Ich verstehe gerade nicht, was wir machen sollen. Ah, okay. Ach so, okay. Hast du angeguckt von da oben? Okay, alles klar. Was ist das für ein Ort? Aha. Ikora, wir wurden irgendwohin transportiert. Das hier sieht nicht so aus wie der Rest von Sabatuls Thronwelt. Ikora, wir haben die Verbindung verloren, Hüter. So. Ich schätze, wir müssen allein reingehen. Was, allein reingehen? Sollen wir da reingehen? Ich weise den Weg. Hier, da ist die Lampe. So, los. Erinnerung ansehen. Ich stehe vor einem Wesen mit tausend Namen. Es flüstert ein. Der Zeuge. Merk dir diesen Namen. Merk ihn dir gut. Es ist nicht die Dunkelheit, aber trägt sie wie einen Umhang. Verleiht ihr eine bösartige Form. Ich weigere mich, ihm zu dienen. Ich verbringe Jahrhunderte damit, Pläne zu schmieden, Schlupflöcher zu finden. Und dann wähle ich meinen neuen Namen. Ein Mann mit vielen Feinden und wenig Freunden. Aber diese kennen Geheimnisse. Über das Licht. Über Neuanfänge. Mein Plan nimmt Form an. Das stammt von Sagiras Hülle. Wie ein psychischer Abdruck. Eine Erinnerung. Savatuns Erinnerung. Und wenn ich das richtig verstehe, bedeutet das, dass sie Ikoras Beziehung zu Osiris genutzt hat, um etwas über das Licht zu erfahren. Etwas Gefährliches. Hier mal kurz zum Schargeist noch, wa? Boah, Junge. Wir sind hier, Finch. Oh, sehr gut, sehr gut. Ich habe versucht, euch zu erreichen. Ich kam nicht durch. Hört mal, ich habe noch einen Tipp für euch. Euren nächsten Hinweis. Also, wir sollten uns treffen. Keine Zeit zu verlieren. Okay. Lass mal eben kurz hinwarpen da. Aber das warten wir eben kurz und nicht starten. Warten wir eben. So, das war jetzt die nächste Mission. Und jetzt geht's auch im nächsten wieder weiter. Danke nochmal an Kuba und so, ja. Und wie gesagt, der wird sonst vorher noch ein bisschen, wenn es nicht ganz gut läuft. Dann bis zum nächsten Mal mit reingehauen. Tschüss.